Hallo und willkommen bei Schatnacht Tarot. Ich möchte heute Karten auslegen für Sternzeichen Krebs für den Monat Oktober 2021. Wer meine Videos kennt, der kennt den Ablauf. Ich mache das heute mal ganz anders und bin gespannt, ob es euch gefällt. Ja, ich lege zunächst mal Tarotkarten. Die Legung ist geschlechtsunabhängig zu bewerten und es ist eine allgemeine Legung an das Kollektiv, deswegen bitte schaut, ob das hier auf euch passt. Wenn nicht, macht's bitte auch nicht passend, ja? So, wir schauen erstmal, was ist so los im Monat Oktober bei den Krebsen. Ich schaue vorrangig für den privaten Bereich, also für eure Beziehung, Partnerschaft. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr derzeit ein ganz anderes Anliegen habt, die Legung auch auf andere Lebensbereiche übertragen. So, da kommt sie schon. Der Teufel. Die Teufelskarte ist gefallen. Aha. Interessant. Ja, liebe Krebse, jemand steckt hier fest in einer Verbindung, wo er nicht rauskommt. Ja. Manchmal ist es so beim Teufel, dass man sich dem gerne hingibt. Zum Beispiel bei erotischen Verbindungen, ja. Bei Affären, One-Night-Stands, da spielt der Teufel auch immer mit. Es ist etwas Verführerisches, etwas Verlockendes, was aber auch natürlich seine Schattenaspekte mit sich bringt. Und das ist halt das Teuflische. Ja? Manchmal ist es auch so bei der Teufelskarte, dass jemand einer gewissen Versuchung erlegen ist. Und es ist wichtig, dass er das auch erkennt. Ja? Na, wir schauen erstmal weiter. Was ist denn hier so teuflisch, verführerisch, verlockend? Mal schauen. Ich kläre jetzt mal mit dem anderen Tarotdeck. Zehn der Münzen. Der Magier. Zwei der Kelche. Interessant. Also erstmal positive Karten, muss man sagen. Ach komm, ich zeige sie hier nochmal in die Kamera. Ja, also 10 der Münzen ist definitiv eine schöne Stabilität. Ja, könnte hier auch für eine Ehe stehen. Für eine sehr langfristige Verbindung, also für eine Verbindung, die schon sehr lange Bestand hat. Und hier mit den zwei der Kelche ist eine wunderbare Begegnung auf Augenhöhe. Ja, hier ist das Liebesbekenntnis, hier ist das Vertrauensverhältnis definitiv gegeben. Und zentral in der Mitte haben wir den Magier, die Manifestation, den Neustart, den Neubeginn. Ich sag mal so, der Magier hat für mich auch manchmal was mit dem Teufel zu tun, weil der Magier ist natürlich in einer niederen Schwingung, sehr anfällig für Manipulation. Und hier könnte auch eine gewisse Manipulation eine Rolle spielen. Ja, dass hier jemand versucht, etwas zu erschaffen, was er sich sehr dringend wünscht, was aber nicht unbedingt der Allgemeinheit zuträglich ist, was vielleicht auf egoistischen Beweggründen basiert. Auch dieses Pentagon hier mit der Münze. Wir schauen einfach mal weiter. So.
Ich lege jetzt mal direkt auf dich, lieber Krebs. Also, wie fühlst du dich in der Situation? Wie geht's dir damit? Wie zeigst du dich nach außen? So, was sind denn das hier immer für komische Falten hier auf meiner Decke? Das sieht ja nicht schön aus. Okay. So, wie geht es Krebs mit der Situation? Die Sonne. Wow, na weiterhin positive Karten. Was will denn da der Teufel? Verstehe ich erstmal nicht. Die Sonne. Aha, sehr gut. Dir geht's wunderbar. Sehr viel Leichtigkeit bei dir. Vier der Stäbe. Auch gut, ja. Diese Karten sind so riesig, die sind echt schwer zu mischen. Ja, jetzt kommen die Auerkarten. Das sehe ich jetzt so. So, also hier mit der Sonne hast du definitiv genug Energie und genug Kraft und auch eine gewisse Klarheit, was hier die Situation anbetrifft. Hier mit vier der Stäbe geht es irgendwie um den häuslichen Bereich, um den Wohnbereich, um die Wohnung, um das Haus oder um eine gewisse Partnerschaft, die sehr intim ist. Ja, mit vier der Stäbe ist hier die Frage nach der Sicherheit auch gegeben, nach der Stabilität, eigene vier Wände, dass man da alles irgendwie in trockenen Tüchern hat. Und grundsätzlich ist das hier ziemlich gut, weil es fällt unter diese 10 Münzen. Das ist irgendwie sicher. Aber hier mit 5 der Schwerter, irgendwas gefällt dir gar nicht. Irgendwas macht dich sauer. Und da haben sich vielleicht irgendwelche destruktiven Gedanken bei dir zusammengesammelt. Und jetzt hast du da richtig Dampf im Kessel, ja? Also, vorhin, wo ich hier den Magier ausgelegt habe, ist mir hier dieses Schwert oder dieser Dolch hier so extrem ins Auge gefallen. Ja. Lieber Krebs, fühlst du dich hier von jemandem manipuliert? Oder versuchst du, deine Angelegenheit irgendwie so zu drehen, wie du es haben möchtest, und es funktioniert aber nicht wirklich hundertprozentig so, wie du es haben willst, und das macht dich wütend? Dann haben wir hier 8 der Kelche, Abschiedsstimmung, Traurigkeit, Verzweiflung, Abschiedsschmerz. Warum? Wir haben doch hier diese 2 Kelche, wunderbar. Ich schaue jetzt mal zunächst auf das Gegenüber. Vielleicht sehen wir da mehr, von wem das hier ausgeht. So, dein Gegenüber ist hier dein Partner, dein potenzieller Partner, deine Freundin, dein Nachbar, Arbeitgeber, je nachdem, was für dich im Oktober so das zentrale Thema darstellt. Ach, 7 der Schwerter. Da will sich jemand aus dem Staub machen. Ja, und das macht dich wahrscheinlich wütend. Drei der Kelche. Ass der Münzen.
Da haben wir es. Da haben wir den Teufel. Jetzt hab ich's. Der Teufel ist hier beim Gegenüber. Jetzt wird's interessant. Also wir haben hier beim Gegenüber diese sieben Schwerter und das ist nicht ohne, ja. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber, lieber Krebs, momentan nach außen hin sehr leichtfüßig, sehr unbekümmert rüberkommt, gut gelaunt, ja, scheinheilig. Was ist denn? Da war doch gar nichts. Was meinst du denn damit? Ja, bei sieben der Schwerter ist angezeigt, dass hier jemand ausweichen möchte, dass jemand Ausreden sucht, Ausflüchte, dass sich jemand aus der Verantwortung rausziehen will. Ja, und manchmal machen das solche Leute auf die Tour, dass sie ein bisschen lügen oder Fakten verschweigen, dass sie etwas unter den Teppich kehren wollen. Ja, möglich auch, dass hier das Gegenüber mit einer bestimmten Situation überfordert ist und versucht hier rauszukommen irgendwie. Wir haben hier drei der Kelche. Entweder findet hier eine Dreierkonstellation statt, das heißt, dass hier eine weitere Partei irgendwie in diese Verbindung involviert ist. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass hier jemand eine Affäre führt, ja, oder fremd geht. Das könnte eine dritte Person sein, zum Beispiel aus dem familiären Umfeld. Was aber vielleicht störend ist, weil da zu viel Einmischung stattfindet. Ja? Dann haben wir hier ein Ast der Münzen beim Gegenüber. Das Gegenüber fokussiert sich hier sehr stark auf irgendein wichtiges Projekt, für ihn wichtiges Projekt. Hier, das Gegenüber möchte hier was Stabiles aufbauen. Ja, da ist definitiv ein Anspruch da, aber hier mit diesem Teufel. Das Gegenüber fühlt sich hier in irgendeinem Sachverhalt total gefangen. Die kommen hier nicht raus. Die versuchen sich rauszudrehen, weil die wahrnehmen, dass die Verbindung hier eventuell nicht das bringt, was sie langfristig möchten. Aber die kommen hier nicht raus. Die kommen hier nicht so richtig raus. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass eine Partei die andere Partei irgendwie bevormundet oder dominieren möchte. Ja, weil wir haben hier auch den Magier. Jemand versucht hier die Situation in seinem Interesse zu lenken. Ja, und wie gesagt, du lieber Stier, lieber Krebs, du bist hier sehr wütend. Ja, und ich denke mal, du sagst auch, wenn die ganze Flunkerei, wenn hier die Ausreden, wenn hier die Verantwortungslosigkeit so weitergeht, dann habe ich keine Lust mehr. Das gefällt mir nicht, sagst du. Ja. Wir schauen mal weiter, wie das hier in der nächsten Zeit sich so entwickeln könnte bei euch. Der Stern. Sehr gut. Klarheit, Heilung. Distanz ist auch manchmal sehr wichtig, ja. Die Dinge einfach aus der Distanz betrachten und zu einer Klarheit finden. Zwei der Stäbe. Zwei der Schwerter. Und die Herrscherin. Ja, hier mit dem Stern. Der Stern ist eine Schutzkarte. Sie gibt Klarheit und auch Hoffnung und Halt. Ja, das ist schon mal sehr gut. Aber es ist auch eine Distanzkarte, die sagt, geh ein bisschen auf Abstand, kläre deine Gedanken und dann kommst du schon zu der Lösung.
Ja. Dann haben wir hier zwei der Stäbe und zwei der Schwerter, was halt andeutet, dass in der nächsten Zeit ja, Entscheidungen fällig sein werden, aber nicht folgen. Ja? Man weiß hier nicht so richtig, wie man weiter vorgehen soll und sehr große Zweifel hier im Kopf. Also hier macht sich jemand sehr starke Gedanken. Hier rutscht auch jemand sozusagen von der Herzebene in die Kopfebene rein. Und da ist es schwierig, gerade für die Krebse, wenn die von ihrem Gefühl wegkommen und nur noch in den Kopf gehen, dann sind die nicht in ihrem Element und können dann wirklich noch schwerer eine Entscheidung treffen. Also hier ist jemand sehr stark zwiegespalten, sehr, sehr stark. Ja, möglich auch, dass du hier lieber Krebs, wenn es hier um gemeinsames Wohnen, gemeinsame Wohnung, Haus, so ein Angebot ging in der Vergangenheit, dass du das vielleicht sogar zurücknimmst in der Zukunft. Hier mit der Herrscherin. Es ist sehr, sehr wichtig, sich auf seine eigenen Werte zurückzuberufen, sich seiner Werte einfach bewusst zu werden. Ja. Und auch geht es darum, hier weise Entscheidungen zu fällen, wenn die eingefordert werden. Ja. Hier muss man wirklich sehr stabil bleiben bei der ganzen Sache, damit man hier keine falsche Entscheidung trifft. Ich lege noch mal kurz was drauf, warum hier so ein Zwiespalt ist. Also hier wird wahrscheinlich eine Phase folgen, wo man in der Luft hängt. Also wo man nicht weiter weiß, wo es stagniert. Und eine Phase, wo einfach keine Entscheidung gefällt werden kann. Und das ist auch vonnöten, weil vielleicht auch etwas Wichtiges erkannt werden sollte. Zehn der Schwerter. Ja. Ja, man kommt hier an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Ja, wo man aufgeben möchte. Sehr schwierig. Also man möchte irgendwie aufgeben, aber man kann hier trotzdem keine Entscheidung fällen. Neun der Schwerter. Ja, es kommt, liebe Krebse, es kommt eine etwas anstrengende Phase hier auf euch zu, höchstwahrscheinlich. Ja, macht euch bitte nicht so viele Sorgen, macht euch hier nicht so fertig, ja. Das steigert sich hier. Also wenn ihr jetzt schon in diesem Fünf der Schwerter-Modus seid, das wird sich hier steigern. Aber bitte lasst das nicht so nah an euch heran. Es ist wichtig, hier auf Abstand zu gehen, wenn sich die Situation schwierig entwickelt. Ja. Und bleibt hier in eurer Stabilität. Seid euch bewusst, was ihr zu bieten habt, wie toll ihr seid. Ja. Das ist immer sehr hilfreich. Und wenn sich hier etwas nicht erzwingen lässt, dann erzwingt es bitte auch nicht. Ja. Erzwingen ist sowieso blöd. Also es kommt wahrscheinlich auf euch eine gewisse Zeit, wo ihr im Dunkeln darüber gelassen werdet, wie es weitergeht. Ihr werdet sozusagen in der Luft hängen gelassen, auf Standby gesetzt und könnt aber die Situation nicht verändern. Ja? Versucht da so gelassen wie möglich damit umzugehen. Na, das geht auch vorbei. Ja. Ich lege jetzt nochmal Lenormand-Karten, eine Neuner. Also wer das noch schauen möchte, der bleibt dran. Ansonsten wünsche ich den anderen einen schönen Oktober. So, da haben wir.
Helene Mohn-Karten für Krebs im Oktober. Die Ruten an erster Stelle. Der Herr, das Buch. Da haben wir es schon. Die Geheimnisse, die Unehrlichkeit, das Unausgesprochene, die Brücken, die Blumen, die Maske. Die Maske direkt unter dem Buch. Lilie, Bär. Dame. So, was haben wir denn hier? Sehr schön, wir haben die Dame und wir haben den Herren. Also wir haben sozusagen zwei Hauptakteure. Die Dame hat hier die Maske über dem Kopf. Also die Dame macht sich Gedanken über jemanden, der vielleicht ein falsches Spiel spielen könnte, über etwas, was falsch läuft. Hier ist eine gewisse Authentizität, die fehlt. Die ist aber angezeigt, ja. Hier mit dem Buch. Geheimnisse, falsche Geheimnisse. Jemand, ja, spielt ein falsches Spiel und versucht daraus auch noch ein Geheimnis zu machen. Das findet hier im Verborgenen statt. Hier sind die Blumen zentral in der Mitte. Ja, eigentlich ist alles schön, alles ist happy, alles ist wunderbar. Das ist so dieses Friede, Freude, Eierkuchen nach außen, die Scheinheiligkeit, vielleicht sogar auch sehr schöne Treffen, die hier im Vordergrund stehen. Ja, oberflächliche, nette Treffen, die stattfinden. Die aber etwas suggerieren, was nicht da ist. Ja, das ist hier so ein bisschen aufgesetzte Freundlichkeit, aufgesetzte Nettigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Herr ein Geheimnis hat. Ja, vielleicht sogar eine Verbindung zu einer anderen Dame. Hier mit der Blume, eine jüngere Frau könnte das hier sein. Hier mit den Brücken. Ja, irgendwelche Verbindungen. Jemand schleicht hier immer wieder hin und zurück zu einer bestimmten netten jungen Dame. Dann haben wir hier die Lilien und den Bären und die Dame. Ja, also entweder die Dame hat hier zwei Optionen, einmal den Bären und einmal den Herren. Ja, also zwei Möglichkeiten. Also jetzt mal davon ausgehend, dass das hier eine Frau ist, hat die hier zwei Männer zur Auswahl. Aber mindestens einer der Männer hat auch noch eine andere Option. Also hier ist wirklich sehr viel Kuddelmuddel. Die Frau, diese Dame hier, sucht aber definitiv Stabilität. Die möchte hier wirklich Stabilität, Sicherheit. Die guckt hier deswegen auf den Bären. Vielleicht kann dieser Bär einfach derzeit mehr Halt bieten. Ja. Hier sind die Lilien. Ja. Vieles läuft hier auf der körperlichen Ebene ab. Vielleicht wird hier auch eine Sicherheit über das Körperliche versucht zu erlangen. Ja. Hier könnten aber auch familiäre Angelegenheiten eine große Rolle spielen. Familienkonstrukte, Familienkonstellationen. Ja. Hier könnte sozusagen ein Ehemann auch auf die Dame zukommen, ein Ex-Ehemann. Und gleichzeitig läuft hier aber was mit einem anderen Kerl. Ja, sehr vertragt. Also ich sehe hier definitiv irgendwo eine Dreierkonstellation und hier ist Gesprächsbedarf, Klärungsbedarf diesbezüglich. Ja. Ja, ist nicht so einfach bei euch, liebe Krebse, im Oktober. Tut mir leid. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderbaren Oktober. Ja, passt bitte auf euch auf. Viel Gesundheit, viel Glück, viel Erfolg. Und ich hoffe, dass die Legung auf irgendeinen anderen banalen Lebensbereich getaktet ist. Ja, dass es sich hier vielleicht um einen kleinen Nachbarschaftskonflikt handelt oder sowas. Ja.
Ja, passt bitte auf euch auf. Alles Gute. Tschüss.